Hallo. Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute, der Slap war gut, ne? Welcher Slap? Oh, wow. Wieso, warum haben die keine Hosen an? Ihr müsst wissen, es ist ziemlich warm hier oben. Wir drehen auf meinem Dachboden und die Hitze ist real. Und deswegen gibt es heute ein super verschwitztes Morphe X Jeffree Star. Oh, wo steht's? Review. Yes. Oh, geil, I love it. Können wir einfach so aufnehmen? So gefällt ich mir. Tada! Tada! Hier ist der gute Jeffree. Au. Ich bin so aus dem Bild rausgedingt. Das ist die PR-Box, meine lieben Freunde. Hier sind unten die Produkte. Also möchte ich sagen, dass ich dieses Bild voll geil finde und dass ich es cool finde, dass er da ungeschminkt und so. Ja. I love that. Und jetzt geht's mal an die Produkte. Ich hole die mal raus, denn der Karton nervt. Also wir haben zum. Ne, so haben wir einmal hier. Wir haben einmal Setting Spray mit Erdbeerduft. Mamso. Dann haben wir ein Pinselset und wir haben die Palette. Und das haben wir jetzt erstmal raus. Oh, look at him. Okay, Leute, ungeplante Aktion von mir. Ich verlose an euch einmal die Palette und das Brush Set. Denn das hier sind meine selbst bestellten Produkte. Ich wusste nämlich nicht, dass ich die PR-Box erhalten werde. Und habe ganz vergessen, dass ich es auch bestellt hatte. Und deswegen habe ich diese zwei und brauche die nicht. Deswegen verlose ich die an euch. Auf meinem Instagram verlinke ich euch hier, beziehungsweise blende ich euch hier ein, die Links sind in der Infobox. Dort werdet ihr heute einen neuen Post finden und dort wird drinstehen, wie ihr diese Produkte gewinnen könnt. Da könnt ihr dann teilnehmen. Also checkt mein Instagram ab, ich verlinke es euch und jetzt geht's weiter mit dem Video. Oh mein Gott, eine Katze. Wow. Serafina, komm her. Wenn man den Namen vergisst. Serafina. Gratis. Corona. Okay, wir fangen an mit den Produkten. Also, wir haben unter anderem natürlich die Palette. Wow. Ist in so einem Pastellpink. Und so schaut die Palette itself aus. Geil. Wow. Der Shade. Sieht echt gut aus. Ich bin mal gespannt. Also, das Grün sieht heftig aus. I am so ready. Ich habe gerade voll die Ideen. Echt? Oh, ja, ich bin wieder die langweilige wieder nehmen. Gesehen von der Palette haben wir auch hier. Das Setting Spray mit so einem Erdbeergeruch. Tada! Voll schön. Mega. Ja. Geil, oh, ich liebe das ja. Das boah, ist krass. Das ist echt. Boah, das ist so Bilou Glazed Donut Vibe so ein bisschen. Gib mal deinen Arm hier. Riecht man das da? Mir ist das so ein bisschen zu intens, muss ich sagen. Also, ich mag ja sowas krass parfümiertes sowieso nicht. Und dann haben wir hier das Pinselset. Richtig dumm, wir haben nur ein Pinselset für uns beide, ne? Geil. Da sind voll viele Pinsel drin. Oh geil, darf ich mir auch mal schauen. Ja, guck mal. Der hat mich voll angefixt irgendwie, weil es so ein ganz, ganz kleiner Blending Brush ist. Und ich liebe sowas. Also meine Freundin, die Palette bekommt ihr für 39 Euro, das Pinselset für 47 Euro und das Setting Spray kostet 20 Euro. Preiswert. Eigentlich schon, ne? Ja. Ich habe auch so ein paar Fragen gelesen, warum bringt er mit Morphe was raus, wenn er Jeffree Star Cosmetics hat. Dann denke ich, müssen erst ja was ganz anderes, auch preislich. Ja. Palettenmäßig. Bin mal gespannt, ne? Wollen wir einfach direkt mal reinjumpen? Ich glaube, wir jumpen direkt rein. Ich werde jetzt zuerst mal eine Base auftragen, das ist einfach der Prolong Wear Concealer. Das Ding ist, Morphe hat es ja oft, dass sie keine Spiegel in der Palette haben. Die haben nie einen Spiegel drin, ne? Die jemals einen Spiegel in der Palette? Nee, ne? Nee. Das ist so sowas, was mich safe. Immer voll stört. Das war halt einfach Jeffree, der gesagt hat, nee, da muss ein Spiegel rein. Ja. Das war letztes Mal, haben wir gesagt, dass wir auf morgen keine Aufwasser haben, dann hatten wir gar nichts. Ja, true. Und heute kommt dieses Video online und das auch erstmal nichts auf deinem Kanal. Oh mein Gott, stimmt ja. Ja, am Sonntag dann. Am Sonntag gibt es ein Video auf meinem Kanal und auf seinem Kanal. Womit möchtest du denn jetzt anfangen? Ich möchte mit dieser Farbe anfangen. Die heißt? Grün. Oh wow. Oh wow. So viel Kickback ist da nicht. Ich gebe das hier so in den... Oh wow. Grün ist da. Also ich muss sagen, es verblendet sich echt traumhaft. Ja, sieht echt gut aus. Voll nice. Schön grün. Ich jetzt einfach mal ins Pink rein. In Selfmade. Okay. Fällt gerade ein, ich habe meine Pinsel, die ich frisch gewaschen habe, unten vergessen. Oh mein Gott, ich habe so in die Verpackung eingetreten. Jeffree, I'm so sorry. There's a reason you don't get PR. Wow. Oh, wow. Oh, voll schön verblendet. So kennen wir dich ja gar nicht. Guck mal, wie schnell das jetzt ging. Und es ist voll gut verblendet. Also ich muss sagen, ich finde den Pinsel voll geil. Und die Farbe ist jetzt auch. Und ich finde aber nicht geil, dass du so weit... Komm, jetzt mal hier... Alter, wie soll ich das denn machen, Mann? Es geht nicht... Schrei mich nicht an. Schrei du mich nicht an.
ist schlecht gleich. Ich probiere halt gerade echt pink in grün einzublenden und so easy ist das nicht, meine Freunde. Können wir darüber reden, dass das hier gerade ein Dip in die Farbe ist, die ich hier echt? Oh mein Gott, intense. Aber ohne Scheiß, sorry, aber was haben wir erwartet? Dass wir die jetzt scheiße finden, oder ich habe ja schon im letzten Jeffree Star Review gesagt, dass es eigentlich langweilig ist, Jeffree Sachen zu reviewen, was Lidschatten angeht, weil die eigentlich immer geil sind. Es ist halt nicht Jeffree Star Cosmetics, sondern es ist Jeffree Star mit Morphe-Qualität. Aber Morphe hat halt auch geile Lidschatten. Eben. Also meiner Meinung nach. Guck mal, wie schön sich das ausblenden lässt. Ich habe jetzt die Farbe Selfmade genommen und dann habe ich die halt mit dem Ton hier ausgeblendet. Also das ist halt... Doch, das sieht echt schön aus. So kantenfrei einfach. Love it. Voll geil. Oh, hier ist ja auch so ein Mini-Blending-Pinsel, aber der sieht ziemlich hart aus. Echt, ja? Ja. Ja, der ist... Ich glaube, der ist eher so, wenn man so eine Cut-Crease vertiefen will oder so. Ich glaube, ich gehe jetzt auch einfach mal in das Lila rein. In den Mogul hier. Das ist geil, ne? Ja. Fahr dann. Es schlägt gleich. Komm jetzt hier rüber. Boah. Bitte schlagen Sie mich nicht. Ich schmück mich so einfach. Okay. Ja, cool, ne? Ja, Pause, ne? So, Leute. Die Kamera hat ein bisschen überhitzt und jetzt haben wir ein bisschen... Also, er hat einen ganz anderen Look, basically. Hä? Ich habe einfach nur das Schwarz reingemacht, in das Pink eingearbeitet. Muss sagen, am Anfang sah es mega patchy aus. Bei mir sieht es hier auch immer noch mega patchy aus. Aber je mehr ich es gelayert habe, desto besser ist es jetzt auch geworden. Sieht auch gut aus. Aber ich habe halt wirklich nur Schwarz reingemacht, sonst gar nichts. Oh, Baby! Ja, du hast mich vermisst, ne? Guck mal, hallo, na, mein Schatz, guten Tag. Oh, Baby. I love you so much. And you love me so much. I don't think so. Ich glaube, ich mache so ein Halo-Eye und mache hier jetzt dann so irgendwie das Glitter dann gleich hin oder so. Ja, ich mache einfach einen Half-Cut-Crease, weil ich langweilig bin. Ihr kennt mich. So, ich werde jetzt einfach mit weißem Concealer meinen Cut-Crease ziehen. Boah, wie befriedigend. Boah, das sieht richtig geil aus. Ja, ne? Fall again. Ich glaube, ich setze das mit Mai. Kannst auch mal die Kamera halten, vielleicht schon mit auch sehen, was du benutzt. Ich glaube, ich hätte das mit Mai. Das hier. Bist du mir jetzt zufriedengestellt? Ich muss wieder warten, bis ich meinen Eyeliner ziehen kann. Wie unsatisfying ist das denn bitte? So, Freunde, eventuell ist da nochmal die Kamera überhitzt, aber wir haben jetzt eigentlich nicht so viel weitergemacht, ne? Ich habe jetzt einen Eyeliner, ich freue mich schon voll. Und ich habe den Pinsel hier benutzt. Und das ist so ein, wie ihr sehen könnt, so ein Mini-Mini-Pinsel. Und mit dem konnte ich hier richtig schön die Cut Crease richtig, richtig krass clean ziehen, wie ihr sehen könnt. Ja, Mann. Boah, wenn ich auch so viel Space hätte, ne? Ich gehe jetzt hier in diesen Shade rein. Ohne Scheiß, ich sag dir, ohne Eyeliner sehen meine Augen immer viel kleiner aus. Wenn ich da jetzt noch so einen Liner machen würde, wäre das komplett mit meiner Augenbraue zusammen. Ich brauche erstmal hier so einen Lift, der hier so Room macht. Oh, geil. Ja. Wow, oh, I love it. Hier, Viewfinder. Der macht richtig so 3D. Boah, die werden wieder richtig... Nee, ich hab verkackt. Der eine geht so gerade raus und der andere geht noch so ein bisschen nach oben. Vielleicht kann ich das noch fixen. I like this. Ja, ne? Geil, okay. Lower Lash Line, gell? Klären wir eigentlich noch, wenn die Kamera ausgegangen ist und wir dann auf einmal wieder kommen mit More Make-up? Boah, ich wünschte, ich hätte jetzt geile Lashes dabei. Cool, such a sad life. Freunde, ich habe irgendwie keine Lashes mit zu Oscar genommen und er hat literally ein paar. Und das trage ich gerade. Deswegen pflücke ich jetzt irgendwelche uralten Lashes, die alle mega hässlich sind. Zusammen. Und klebe sie mir auf. Und um das Weiße hier werde ich jetzt hier so mit dem Pink, glaube ich, so rumgehen und das hier so schattieren. So, Leute, jetzt sind wir mit dem Augen-Make-up fertig und jetzt kommen die Lips. Ich habe auch nochmal ein bisschen was hinzugefügt. Nochmal hier diesen... Wieder komplett anderer Look. Ja, noch in den inneren Augenwinkel reingemacht. Auf jeden Fall habe ich noch grün benutzt und jetzt machen wir die Lippies. Jetzt machen wir die Lips. Ich habe mir dieses Nude-Bundle gekauft und drei davon habe ich sogar noch. Ja, was mit den anderen? Ja, die habe ich verloren. Verloren? Ja, ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Boah. Wir können sehen, wird auch benutzt. Die Pics werden lit, Freunde. Wenn ihr uns nicht auf Instagram folgt, verpasst ihr was. Boah, schieb ich jetzt mal hier an dem Ding. Boah, krass. Und das aufs Gesicht sprühen? Ja, ne? Ich muss sagen, wer sowas mag, so parfümierte Setting Spray, go for it. Das ist in der Farbe Family Jewels. Und jetzt kommt hier in die Mitte etwas Helleres für einen Ombre Look. I love it. Geil. Irgendwie so einen grauen Schleier über der Lippe. Siehst du das? Hier? Ja,
aber dann ist der auch weiter unten. What am I doing? Wieso sieht das bei mir so weird aus hier? Das ist so grau. Aber das ist hier unten überall. Also das ist eigentlich so die Basefarbe. Aber ich mag das nicht. Damals, als ich dünn war, war das so. Ich mach so alles kaputt gerade. Für mich siehst du gut aus. Ich mach noch kurz das obere Lippenherz und dann bin ich ready. Irgendwie kommt da irgendwie gar nichts raus. Nicht so richtig. Echt nicht? Boah, sorry, das ist gar nicht meins. Das ist mir viel zu heftig. Oh, krass, Alter. Oder? Das ist richtig so... Erdbeer-Life. Das ist halt so Parfum irgendwie. Oh, das ist viel geiler, Mann. Reden wir jetzt erstmal wieder über die Final Thoughts. Das ist doch mal dasselbe, wollen wir auf den Clip vom nächsten Mal einblenden. Also Leute, was erwartet ihr? Das ist halt wie immer geil. Ja, es war wieder mal alles gut. Also bei mir hat nichts schlecht performt. Wie gesagt, das Schwarz auf Rosa war erst ein bisschen patchy, aber wie man sehen kann, konnte ich es dann echt gut aufbauen. Wir haben jetzt doch nicht den Goldton verwendet. Wir haben den, aber Leute, damit ihr Bescheid wisst, he's intense. Oh. Das ist richtig heftig. Oh mein Gott. Okay, das ist wirklich heftig. Ja, also Palette hat gut performt. Pinsel fand ich gut. Same. Also ich habe zwar nur zwei benutzt. Du hast nur zwei benutzt. Aber also ich fand die ziemlich nice. Ich fand diesen Definer richtig killer. Den fand ich richtig geil mit dem Kleinen. Ja, Mann. Den fand ich richtig nice. Ja, aber es ist halt Morphe, ne? Ja, und das ist halt für mich und meine Allergie ist das eh nichts. Ich fand's irgendwie auch aber das nicht. Ist halt so ein Geruchsding, je nachdem, was man mag. Ja. Das hier magst du auch nicht, gell? Ja, nee. Ich mag, ja, das mag ich zum Beispiel. Nee, ich mag halt parfümierte Sachen allgemein nicht so wirklich. Ich auch nicht, aber bei dem finde ich es irgendwie okay. Also, das ist Aussie & Marvin approved. Ihr könnt's auf jeden Fall nachkaufen. Und falls ich noch einen Rabattcoupon organisieren kann, packe ich ihn auch mit rein. Oder ansonsten packe ich einfach einen Coupon rein von jemandem, den ich mag. Damit ihr Geld sparen könnt. Das war's von uns in diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn dem so ist. Folgt uns auf Instagram, Aussie Glossy und Marvin Magnificent hier eingeblendet. Und vergesst nicht, hier die Glocke einzuschalten, damit ihr kein Video verpasst. Das war's. Wir sehen uns. Macht's gut, Freunde. Adios. Boah, du bist Aloha. Wieder so ein Ticken weit da, ne? Oh, sorry, ne? Tut mir auch wirklich leid, aber juckt mich gerade nicht. Aloha! Ich so am Ende.